بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zum nächsten Hadith von dem Projekt Hadith der Woche. Und heute haben wir auch wiederum einen schönen Hadith, den wir uns jetzt anhören werden. Und inshallah uns viel Nutzen bringen wird. Sa'd ibn Abi Waqas radiallahu anhuma berichtete, wir saßen beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam, als er uns fragte, ist jemand unter euch nicht fähig, sich täglich 1000 gute Taten zu verdienen? Einer der Anwesenden fragte den Gesandten, والسلام, wie kann man dich täglich verdienen? Er, sallallahu alaihi wasallam, erwiderte, ein Mann spricht 100 Mal Tesbih, Subhanallah, aus und somit verdient man 1000 gute Taten oder 1000 seiner Sünden werden ihm erlassen. Hadith bei Muslim. Ein sehr schöner Hadith, liebe Geschwister. Und Wort der Wahrheit von unserem Propheten, والسلام. Und deswegen wiederholen wir das noch einmal. Sa'd ibn Abi Waqas radiallahu anhuma berichtete, wir saßen bei den Gesandten sallallahu alaihi wasallam, als er uns fragte, ist jemand unter euch nicht fähig, sich täglich 1000 guten Taten zu verdienen? Einer der Anwesenden fragte den Gesandten alaihi salatu wasallam, wie kann man dies täglich verdienen? Da die Sahaba immer diese Taten gesucht haben, ja? Sofort die Frage, wie kann man es verdienen? Er sallallahu alaihi wasallam erwiderte, ein Mann spricht 100 Mal Tesbih, Subhanallah, aus und somit verdient man 1000 guten Taten oder 1000 seiner Sünden werden ihn erlassen. Ein Hadith bei Muslim. Ein sehr schöner Hadith. Wir sehen wiederum eine Tat, die nicht viel Anstrengung braucht, sondern eigentlich die Erinnerung, dass man sich erinnert, das zu machen. Und wenn man 100 Mal Tesbih gemacht hat, bi'iznillahi ta'ala, Allah azza wa jal wird dir 1000 guten Taten geben oder wird dir 1000 Sünden mitnehmen, das heißt von dir erlassen. Und subhanallah, wir sind alle Leute, die sündigen und sünden werden. Möge Allah azza wa jal unsere Sünden vergeben. Und so sehen wir eine Möglichkeit, damit die Sünden wieder weggehen. Und eine Möglichkeit, damit die Taten erhöht werden und mehr werden, da wir viele Taten haben möchten. So, liebe Geschwister, dies war der Hadith von dieser Woche. Hadith Nummer 3 zum Projekt Hadith der Woche. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und schaut und euch den nächsten Hadith anhört, den wir machen werden. Möge Allah Azza wa Jal uns von denjenigen machen, die das hören und das, was sie hören, annehmen und verinnerlichen und umsetzen. Möge Allah Azza wa Jal unsere Taten vermehren und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala unsere Sünden, die Sünden aller muslimischen Brüder und aller muslimischen Schwestern vergeben und auslöschen. Und möge Allah, der Herr der Welten, der Alabama, uns das Paradies geben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bis zum nächsten Mal.